Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomen, Hobbits und Eldardum zu einem neuen Part Mario Kart 8 Deluxe oder zu einem neuen Part der Dwarf News. Die Dwarf News für den Monat Mai mit dem Zwergenfürst. Yo, auf geht's. Okay, ich nehme hier schon mal präventiv eine von Bertie Bots Bohnen mit einem Geschmack. Ihr wisst, die Challenge, immer wenn ich verliere, eine Bertie Bots Bohne. Ja, ich spiele Mario Kart 8 zu den Dwarven los. Eine gelbe, kann ja nur schlecht sein. Ihr wisst ja, wie das läuft. Eindeutig erbrochenes. Fängt ja schön an. Bettwärtsbohnen mit erbrochenes Geschmack. Und damit seid willkommen zu den Dwarf News für den Monat Mai. Übel. Und wirklich übel. Die News für den Monat Mai. Ja. Ich versuche mich zu beherrschen. Übel. Ja, was liegt im Monat Mai an? Ja, gleich habe ich es runter. Schlucken. Nicht schlecht. Im Monat Mai. Ja, die alten Projekte werden natürlich weitergeführt. Das ist ein bisschen übel, verzeiht mir. Die alten Projekte werden weitergeführt. Pokémon Let's Go Evoli. Schon im April, Ende April jetzt schon sehr viel gekommen. Einige Parts von Pokémon Let's Go Evoli kamen jetzt im April online. Da wird es jetzt im Mai auch vermehrt Pokémon Let's Go Evoli Parts geben. Und da jetzt Minecraft Story Mode Season 2 beendet wurde, ist jetzt auch wieder ein Platz frei geworden, den ich nicht sofort wieder befüllen werde, sondern einfach nutzen werde, um ein bisschen mehr Freiheit zu haben, um auch gerade die, wie schon in den letzten Dwarf News erwähnt, die in den letzten Dwarf News erwähnten Pokémon Let's Plays zu beenden. Und 3 Pokémon Let's Plays haben wir gerade am Laufen. Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon Gelbe Edition und Pokémon Y Let's Play Again. Pokémon Y wird es in diesem Monat ein paar geben, also 1, 2, 3 Parts davon. Pokémon Let's Go Evoli wird ordentlich reingehauen, da wird es mehrere Parts geben. Und auch mit Pokémon Gelb will ich jetzt ein paar Parts bringen. Ich werde versuchen, in diesem Monat mit Pokémon Gelb Edition fertig zu werden. So, dass wir im Juni dann noch die beiden Let's Plays Pokémon Gelb Edition, Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Y Again am Laufen haben. Yo! Ja, einen Part von Pokémon Let's Go Evoli habt ihr ja schon gestern sehen dürfen, wenn ich das hier richtig sehe in meinen Aufzeichnungen, in meinem Uploadplan für den Monat Mai. Ja. Minecraft Arnor wird natürlich noch weiter gespielt. Da bemühe ich mich, diesen Monat mal ein paar Parts mehr reinzubekommen.
Die letzten Monate hat es da ja ein bisschen wenig gegeben. Und da habe ich eher auf andere Projekte gesetzt. Versuche ich auch in diesem Jahr in diesem Monat runterzukriegen. Minecraft Arno. Ja, bei Part 63 sind wir dann schon in diesem Monat. Der erste Part ist dann Part 63. Ja, Super Mario Party, ja, ich versuche es zu beenden. Da kommen noch ein paar Parts. Super Mario Party. Da steht zumindest noch das Rafting an. Da werden wir mit dem Rafting noch ein bisschen was machen. Minispiele noch in einem Part ein Minispiel. Da muss natürlich draußen vorm Fenster jetzt jemand an der Kettensäge in den Bau absägen. Ist klar. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Ist natürlich klar, dass während ich aufnehme hier gerade jemand Kettensägen-Massaker machen muss. Ja, warum auch nicht? Ich drehe gerade. Ja. Platz 3, gar nicht so schlecht. Dafür das parallele Rede. Ja, guck mal, Y, habe ich schon gesagt. Morgen kommt hoffentlich, mal schauen, ob ich das rechtzeitig produziert kriege. Weil das kann ich wirklich nicht vorproduzieren, da das wirklich erst an dem Tag rauskommt. Also es kommt am Vortag raus. Und ich kann es dann erst am Vortag spielen und dann erst am 14. veröffentlichen. Es geht um den Wahlomat zur Europawahl 2019. Und da werde ich für euch einmal auf dem Handy. Oh, letzte Runde und ich bin Platz 6 abgeschande. Muss gleich noch eine Jelly Beans essen. Die erste war für die erste Runde. Die habe ich auch ordentlich verkackt. Habe schon präventiv geschluckt. Da muss ich gleich noch eine nehmen. Oh Mann, mir wird hier übel. Der Wahlomat zur Europawahl, den werde ich mit euch in einem App-Netztest oder sowas in der Art machen. Dann werdet ihr es auf meinem Handy sehen. Und da könnt ihr mal schauen, was ich so und was der Wahlomat bei mir ausspuckt. Es soll keine Werbung für bestimmte Parteien sein, aber ja, da soll auch einmal vor allem aufmerksam gemacht werden auf diesen Wahlomat. Auf die, ja, auf die App, auf die Funktion, auf die Möglichkeit. Och ja, Platz 3, komm, da müssen wir keine Bohnen für essen. Das ist okay. Ja, also das App-Letztest für den Wahlomat nicht als Parteiergreifung sehen, sondern eher als Aufforderung, Hashtag geht wählen und ja, als Hinweis, da gibt es was Schönes, wo man sich, ja, woran man sich zumindest teilweise orientieren kann. Ja, gibt es morgen für euch, wenn ich es hinkriege, versprechen kann ich es nicht, aber ich hoffe es mal. Ich bin jetzt gerade in der Vorproduktion und weiß es noch nicht genau, aber ja, hoffen wir das Beste. Jo, was haben wir hier noch? Naja, habe ich im letzten Part vergessen. Die Batterieleistung lässt nach. Im Part für den Monat April habe ich vergessen zu erwähnen, wäre wichtig gewesen für den letzten Monat. In diesem Monat ist es nicht ganz so zentral wichtig, aber kommt auch vor. The Lego Movie Video Game ist natürlich auch auf meinem Kanal aktiv. Habe ich im letzten Part ganz verdrängt, also in den letzten Talk News wurde es glatt vergessen. Ja, findet natürlich dieses ja auch statt, diesen Monat findet das statt, im Monat Mai findet das auch wieder statt. Wenige Parts, aber es findet statt. Und ja, also, ja, Super Mario 64 natürlich auch, da kommen auch ein, zwei Parts online, bunt gemischt, hauptsächlich Pokémon und Mario. Ein bisschen Minecraft dazwischen. So sieht's aus in diesem Monat. Ein kleines Special halt, der Wahlomat.
Ansonsten, ja, alte Projekte, die noch beendet werden müssen. Was heißt alt? Das ist ja, ja. Guck mal, Let's Go Evoli ist jetzt kein altes Projekt. Also das ist immer so leicht gesagt, alte Projekte beenden. Ja, ich glaube, das älteste auf meinem Kanal momentan ist, guck mal, Gelb. Das Spiel ist alt und das Projekt geht schon ein bisschen langweiliger. Naja, Pokémon, also wenn man jetzt hier, nicht Pokémon, sondern Super Mario, Luigi's Mansion 2 anguckt, das läuft auch schon eine Weile, aber ist jetzt sowieso pausiert, bis in den Oktober zumindest. Und dann würde ich sagen, ja, also alte Projekte sind das auf keinen Fall, also die alten Projekte habe ich zum Glück einigermaßen gut beendet. Eigentlich zumindest, mir fällt gerade nichts ein, was ich noch aus 2016 mitgenommen habe, oder 2017. Ich glaube, die 2016er, 17er Projekte sind jetzt alle endlich mal abgeschlossen. Ja, 3D-Lands haben wir fertig. Ja, da wäre nur noch Luigi's Mansion. Das ist aber, glaube ich, Anfang 2018, oder? Oder ist das ein 2017er Projekt? Wie auch immer. Wir haben doch ganz aktuelle, zumindest halbwegs aktuelle Projekte am Laufen. Ja, ich weiß, Super Mario Party ist auch ein bisschen, ja, es hätte eigentlich auch schon beendet sein sollen, aber ja, wir kommen damit mal zum Punkt. Ja. Ich werde versuchen, in den nächsten Monaten mal ein bisschen Neues reinzubringen. Und da mal, ja, dass man auch mal Frischfleisch auf den Teller kriegt. Ja. Dass man nicht nur von den alten Projekten, alten in Anführungszeichen, Projekten leben muss, sondern F-Zero. Wo wir bei alten Projekten wären. Ja, auch was ganz Spezielles, was ich jetzt hier fast übersehen hätte. Ende des Monats, also 25.05. habe ich jetzt hier. Das ist recht spät, aber da werde ich nochmal, da habe ich zumindest geplant. Vielleicht kommt, das ist jetzt hier nur die Planung, möchte ich nochmal betonen. Kann sich immer ein bisschen was ändern. Da kann, ja, kann immer noch was gestrichen oder verändert werden. Aber am 25., einen Tag vor der Europawahl, möchte ich nochmal betonen, am 25. Mai, da werde ich nochmal einen Setlog zur Europawahl machen. Da werde ich nochmal so ein bisschen was Thematisches machen. Vielleicht so eine Passantenanfrage oder irgendwas in der Art. Mal schauen, was wir dazu hinkriegen. Was ich da organisiert kriege. Ja. Vielleicht kriege ich wieder irgendwie ein Interview hingebogen. Ja, da ich mich wieder verhaspelt. Mal schauen. Europawahl, ja, das wird diesen Monat ein heißes Thema sein. Da wird es vielleicht auch noch das ein oder andere Special geben. Minecraft Arno bietet da eine gute Plattform für, da mal drüber zu reden. Auch mal ein Laber-Video zu machen. Sind wir gerade eher am Turm bauen. In Minecraft Arno, wenn solche Bauvideos kommen, ja, kann man dann gerne auch mal über Themen reden, bietet sich an, ja, dieser Monat im Zeichen der Europawahl 2019 wird ein heißes Thema sein auf meinem Kanal, wie und wo ich das unterbringe, werdet ihr sehen. Wird vielleicht auch mehr als das eine Setlöckchen Setlock am Ende des Monats geben. Mal schauen, was die Samstage so unterbringen. Samstage sind eigentlich prädestiniert für Setlocks auf meinem Kanal. Bringe ich gerne samstags, wenn sich da mal was ermöglichen lässt. Schauen wir mal. Ja, vierter Platz. Ja. Ja, komm, ist jetzt kein Verlust, ist jetzt keine Verlierung, ist jetzt keine Bohne wert. Ja,
Haben wir doch ganz gut geschafft, haben wir. Sind wir durchgekommen. Na komm, ich tue euch noch den Gefallen, um den Geschmack von der vom Erbrochenen wegzukriegen. Eine Bohne. Weiß. Das ist ja spitze. Mario Kart. Da mal. Die Siegerehrung. Und ich beiß in die Bohne. Tutti Frutti, ja, Tutti Frutti, lecker, ja, nicht schlecht, ohne Seife, sagen glaube ich eher Tutti Frutti, ja, Seife schmeckt nicht so lecker. Du hast drei, ein neues Fahrzeugteil ist neu, nun verfügbar. Schon wieder. Ich mal sagen, ein Däumchen nach oben, solltet ihr gut informiert worden sein. Sollte euch diese Dwarf News gefallen haben für den Monat Mai. Habt noch eine angenehme frostliche Zeit. Man sieht sich im nächsten Dwarf News für den Monat Juni wieder. Oder im nächsten Part auf diesem Kanal. Hab euch ja gesagt, was diesen Monat läuft. Schaut da mal rein. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da, um das, was diesen Monat läuft, nichts zu verpassen. Und dann haut da rein, habt dann eine angenehm fürstliche Zeit, sagte ich schon. Naja, man sieht sich. Ciao, ciao.